Also wenn es Menschen schlecht geht und ich diejenige bin, die dann dem Menschen nahe ist als Krankenpflegerin, dann ist es für mich eigentlich nichts Schlimmes, sondern was Besonderes, weil ich bin diejenige, die dann helfen kann oder dann den Menschen den Abschied und diese schwere Zeit, die sie durchmachen, einfach erleichtern kann und für die da sein kann. Das ist für mich was Besonderes und deswegen ist es auch für mich kein schwerer Umgang mit Krankheit, sondern eigentlich ein Privileg, das ich habe und das freut mich. Ja, in der Ausbildung macht mir momentan am meisten Spaß, dass ich immer meine Fortschritte sofort erkennen kann. Also dadurch, dass wir halt in der Schule 3 Wochen sind und dann gleich wieder 4 Wochen ungefähr auf Station, kann ich immer das Gelernte gleich anwenden. Die Pflegekräfte helfen mir auch dabei. Wir haben ja auch Praxisanleiter, die uns unterstützen. Ja, es macht einfach Spaß, immer zu sehen, dass man was lernt und dass diese Ausbildung auch wirklich was bringt. Das Besondere am Klinikum Augsburg ist einfach, dass es so ein Riesenhaus ist und dass es gerade für Auszubildende wie mich so viele Möglichkeiten gibt, verschiedene Bereiche auszuprobieren, sich versuchen, seine eigene Nische zu finden, wo man am besten reinpasst, was man wirklich machen will, was einen am meisten interessiert. Ja, es ist einfach ein Beruf mit Zukunft. Also es wird immer wieder Leute geben, die Pflege brauchen, die Hilfe brauchen und deswegen ist das einfach eine sehr solide Sache. Also ich hoffe, dass die Berufsgruppe nicht durch Maschinen ersetzt werden können, weil Maschinen können keine Gefühle zeigen, können nicht so für einen da sein wie ein Mensch einfach selber.